Und damit herzlich willkommen bei Wo ist Sven? Und ich stehe jetzt, wie man wahrscheinlich sieht, am Bahnhof in Altdorf. Und ich warte jetzt auf einen Zuschauer. Ich habe mich heute mit ihm verabredet. Ja, und auch für morgen, denn wir möchten eine gemeinsame Tour starten auf den Natursteig-Sieg. Ich habe meinen Rucksack nochmal abgewogen. Ich bin heute bei 12 Kilogramm mit Essen, mit Trinken, alles drum und dran. Und zusätzlich habe ich mir diesmal noch eine fette Decke mitgenommen, die ich dann in meinem Schlafsack reinlegen möchte, um nochmal zusätzlich Schutz gegen die Kälte zu haben. Denn mein Schlafsack ist ja an seiner Grenze bei 5 Grad und den entsprechend heute mal mit einer fetten Decke. Möchte ich mal ausprobieren und bin selber mal gespannt, wie es heute und morgen wird. You should ride me on the trail. I hope to God you're doing well. Unfold your letters in the rain, 'cause I know they'll take away the pain. Und wie man sieht, wir haben uns jetzt erfolgreich getroffen und sind schon die ersten paar Meter bzw. Kilometer, ich denke mal vielleicht 1 Kilometer, gelaufen hier auf den Natursteig. Mir ist die Gegend noch selber sehr unbekannt und rutschig, wie man sieht. Und ja, hinter mir ist der Stefan. Hi. Er begleitet mich heute und die ganze Tour ist auf seinen Mist gewachsen. Wie eben schon erwähnt, lasse ich mich heute überraschen. Und ja, der Stefan ist aber ziemlich cool. Wir unterhalten uns schon die ganze Zeit und wir freuen uns, jetzt weiter diesen wunderschönen Trail hier zu laufen, der allerdings auch etwas rutschig ist, weil ja, es hat jetzt die ganzen Tage geregnet. Aber wir sind gut drauf und packen das locker und weiter geht's. I didn't know I was looking for you. I didn't know there was something to find. Tomorrow you won't fit in yesterday's shoes, and I'm trying so hard to rewind. You came to me as an empty cup. I didn't know love could ever be real. So, jetzt sieht es danach aus, als hätten wir uns verlaufen. Das passiert natürlich manchmal, wenn man sich die ganze Zeit unterhält, und dann kann es auch mal vorkommen, dass man einfach an einer Beschilderung vorbeiläuft. Aber der Stefan hat ein GPS-Gerät dabei und ich denke mal, dass wir gleich wieder auf dem Natursteig-Sieg stoßen werden. Stell das mal gerade. Rechts rum, oder? Ja, aber guck mal. Du kannst natürlich auch das Schild. Das war so, definitiv. Guck. Das war so. Wenn du von hier kommst, so. Also die Richtung. Und jetzt, wir haben eben etwas Probleme mit der Navigation gehabt. Ich halte mich kurz. Ich will ja keinen in die Scheiße reiten. Aber ich sage nur so viel, vertraut niemals einem Navi. Okay, Thema beendet. So, aber jetzt haben wir das zweite Problem und das war hier umgeschmissen. Und jetzt haben wir, wie Sherlock Holmes, genau analysiert, wie es jetzt sein könnte. Wie man sieht, die aufmerksamen Zuschauer werden es bestimmt schon gesehen haben. Und zwar ist hier der Matsch. Das heißt, der Balken lag so. Jetzt haben wir es wieder so hingerichtet, dass wir und die Nächsten, die uns folgen, den richtigen Weg gehen. So. Er glaubt es immer noch nicht, dass wir den Navi einfach nicht trauen können. Das Navi sagt da lang. Dein Navi zeigt dahin? Okay, mal schauen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Lag einfach falsch. Das Schild ist nicht so, sondern so richtig. Genau. Also, der Navi hat gewonnen. Was auch krass ist, wir sind jetzt mitten in der Maisernte. Eben, wo wir dort lang gelaufen sind, haben wir auf einem Hochsitz den Jäger gefunden, gesehen. Und er wartet auf Wildschweine oder auf Wildtiere, die hier rausrennen. Und ja, für uns heißt das, wir rennen besser auch schnell hier raus. Denn hier nähert sich langsam was. Boah, ey, was ist los? Was ist das?
Spiel so eine Fünfte. Guck mal, da ist er. Heute bauen wir auf jeden Fall das Zelt nicht in so einem Feld auf. Das könnte böse enden. Weniger Ratsam. Genau. Mit wehenden Haaren oder? Ja, mach deine Haare auf. Kommt besser. Ja. Nein, das war Spaß. Lass die so, wie sie sind. Okay, ich mach. Mögliche kleine Rastmöglichkeit gefunden. Die wollen wir nutzen. Jetzt aber nur 5 Minuten, ein bisschen was frühstücken. Ich habe noch gar nichts gefrühstückt. Und ja, dann gehen wir weiter. Also, auch auf dem Natursteig Sieg gibt es ein paar wunderschöne Rastmöglichkeiten. Aber bis jetzt noch nicht so wie auf dem Rheinsteig. Muss man ja auch mal sagen. Aber meckern wollen wir auf jeden Fall auch nicht. Und wir sind ja noch lange unterwegs. So, aber sieht echt cool aus, ne? Sagt der Mann, der mit seinem Zelt in der Pension geschlafen hat. Ey, das war nur einmal. Das hängt dir nach. Echt, da gönnt der Sven sich einmal eine Nacht im Hotel, was meine allererste Nacht im Hotel gewesen ist, auf meinen Touren. Und schon, ne, hängt mir das jetzt immer und ewig nach. Ah, das wäre eine gute Idee. Sollen wir heute im Hotel schlafen? Ja, ich denke auch. Ich habe ja auch ein neues Zelt dabei, deswegen sollten wir vielleicht besser im Hotel schlafen. Ja, vor allem die warme Dusche wäre schon geil. Ne? So, kurz mal setzen. Der hält mich auf Trab, der ist ganz schön fit hier. Hab ja auch schon Pilze zu mir genommen. So. Wie viel Liter hast du? 2 Liter. Zwei, ja. Ich auch. Und das gefällt uns richtig gut. Wir haben jetzt hier eine Schutzhütte gefunden und die ist so genial. Hier kann man sogar ja, die Tür öffnen und schließen. Sorry, jetzt wird es wahrscheinlich dunkel, aber hier ist sogar Licht, sehe ich gerade. Ja, okay, Licht geht jetzt nicht, aber man muss sich beschweren. Aber gefällt mir sehr gut und richtig genial. Klasse. Also ich glaube, das habe ich noch nicht mal im Rheinsteig gesehen, ne? Mit einer Tür. Nur die Bar. Genau. Ja, cool. Was die wenigsten wissen, von hier sind es 1691 Kilometer nach Sylt und 1691 Kilometer ins Allgäu. Ach hier, also ohne Spaß, die verfolgen mich schon. Auf dem Rheinsteig, jetzt hier auf dem Natursteig Sieg. Ach krass, dann sind wir jetzt genau an der Mitte von dem Nord-Süd-Trail. Also, ich grüße euch, wenn ihr dieses Video seht. Coole Aktion, einmal durch komplett Deutschland gelaufen. Und er hat der Soulboy, ne? Soulboy hat seinen eigenen Wanderweg sozusagen kreiert, hat da ganz viele Wanderwege, unter anderem den Rheinsteig und hier den Natursteig Sieg, als seinen eigenen Wanderweg, wie kann man das sagen, miteinander verbunden und hat daraus seinen eigenen Wanderweg gemacht, der sogenannte NST Nord-Süd Trail. Wenn wir uns heute noch ein paar Mal verlaufen, dann kommen wir auch auf die Kilometer. Ja, wir haben uns schon übelst verlaufen am Anfang, sind erstmal in die falsche Richtung gegangen, ja, hat uns ein bisschen Kilometer gekostet, aber ist auch nicht schlimm. Im Prinzip können wir uns heute gar nicht verlaufen. Ach, falls ihr euch wundert, sein Rucksack quietscht. Ich höre das gar nicht. Aber ist ultra leicht. Ja. So, und wir gehen jetzt weiter
bis jetzt gefällt uns dieser Weg sehr gut. Und genau, aber jetzt überwiegend auch mal auf breiteren Forstwegen. Aber nicht schlimm, der Ausblick ist trotzdem schön. Und jetzt sind wir mal an einer Stelle, die uns auch ein bisschen fordert, die in die Waden und uns ein bisschen fordert. Ja, aber gleich oben, ich denke mal, dann ziehe ich mir erstmal den Pullover aus. Ja, der absolute Wahnsinn, schaut euch das an. Immer wieder beeindruckend, wie man so viel Holz so hoch stapeln kann. So, ich habe jetzt einfach mal nur die Kamera gezückt, damit ich so eine kleine Ausrede hatte, um mal ein bisschen Luft zu holen. Der Anstieg, der war jetzt schon ordentlich. Oh, hier ist sogar eine Bank für dich. Oh, perfekt. Ich habe Durst. Hier kommen wir durch. Das kenne ich auch mit der Emma. Die macht da... Aber die bringt den Stock immer wieder zurück. Okay, er konnte ja nicht, er hat ja sein Bällchen getragen. Ach so, ja. Wie gesagt, am Anfang haben wir uns ein bisschen verlaufen. Aber jetzt haben wir den richtigen Weg und alles läuft gut. Wir sind auch kurz vor Herrchen. Ich glaube noch 9 Kilometer würde ich jetzt mal schätzen. Und ja, dann suchen wir uns da in der Gegend irgendwo was, wo wir uns ja, die Zelte aufbauen können. Und das schöne Stellen. Das mit dem Verlaufen kommt viel zu negativ rüber. Wir haben uns nur ein bisschen warm gelaufen und einen Bogen, damit wir dann richtig durchstarten konnten. Also das war gar kein richtiges Verlaufen. Genau. Im Prinzip haben wir Schwung geholt. Ja, das gehört natürlich dazu. Als Supersportler muss man auch Schwung holen, um dann richtig durchstarten zu können. So, wo geht der Weg lang? Aber voll schön, das mit den ganzen Blättern, mit der Herbststimmung, macht schon Spaß. Es ging jetzt schon zweimal so ein bisschen auf der Straße entlang, aber das sind dann immer nur ein paar kleine Meter, also jetzt gar nicht mal so wild. Ja, wir sind jetzt an einer echt interessanten Stelle. Vor uns ist auch eine Schutzhütte und Herrchen liegt 5,6 Kilometer vor uns. Und jetzt müssen wir uns natürlich die Sache hier genauer anschauen, denn die Sonne verschwindet auch gleich hinterm Berg. Hell wird es vielleicht noch 2 Stunden bleiben oder anderthalb, ungefähr sowas. Aber wenn einen dann so eine Hütte anstrahlt, dann kann man sich um diese Uhrzeit schon mal Gedanken machen, ob man hier vielleicht nächtigt oder nicht. Nein. Aber 2 Zelte werden hier reinpassen. Ne? Dein... Du hast mein Zelt noch nicht gesehen. Stimmt, ich habe dein Zelt noch nicht gesehen. Also sagen wir mal, von mir würden jetzt 3 Zelte von mir reinpassen. Okay. Ohne abzuspannen. Ich habe meins noch nicht gesehen. Du hast dein selber noch nicht gesehen. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, dass wir heute hier schlafen. Und ja, wie wissen wir noch nicht. Ich bin am Überlegen, das Zelt aufzubauen. Aber eine Alternative müsste man eigentlich nicht mal das Zelt aufbauen. Aber wie gesagt, ich bin auch am Überlegen. Du baust dein Zelt nicht auf, ne? Nein. Was natürlich auch ein bisschen Nachteil ist,
dass wir hier in einem Tal erst ganz spät die Sonne abbekommen. Und wenn ich dann das Zelt oder wir, oder in diesem Fall jetzt ich, aufbaue, dann entsteht natürlich Kondenswasser und das dann trocknen im Schatten, in der Kälte, das kann dann lange dauern. So, und jetzt sind wir hier uns an unserem Gaskocher was zu essen am Zubereiten. Bei mir gibt es Maultaschen und bei dir... Ich weiß es gar nicht genau. Kartoffelpüree mit Tofuhack. Genau, eine spezielle Mischung. Und Zwiebelsuppe. Und eine Zwiebelsuppe. Genau, alles super praktisch, super schnell hier in unserem Gaskocher. Und wir haben uns eben noch einen kleinen Feuerplatz aufgebaut, beziehungsweise wieder freigemacht, den gab es schon. Und dort, wie man jetzt vielleicht sehen kann, machen wir uns gleich noch ein schönes Feuerchen. Aber erstmal essen wir was und ja, mal schauen. Guten Morgen zusammen und wir haben die Nacht gut verbracht. Es war zwar ein bisschen kalt, aber ja, hat funktioniert. Wir haben geschlafen und fühlen uns relativ fit. Mittlerweile haben wir auch den ersten Kaffee getrunken, unsere Sachen zusammengepackt. Heiß geduscht. Hinter uns ist der Bach. Die Geräusche haben uns jetzt die ganze Nacht begleitet. Auch noch gestern ein schönes Feuer gemacht zum Aufwärmen. Und jetzt freuen wir uns, wieder loszugehen. Ja, ein bisschen gefroren haben wir schon, aber ich muss sagen, das mit der Decke in meinem Schlafsack hat relativ gut funktioniert. Ich habe die noch unter mir hingelegt, damit ich ja die Kälte nicht von unten abbekomme, weil die Isomatte jetzt nicht die besten Werte hat von mir. Genau, hat eigentlich ganz gut funktioniert und wir freuen uns gleich schon, wenn wir gleich wieder in die Sonne kommen, denn hier im Tal ist noch nichts mit Sonne. Schattig. Sehr schattig. Ne? Und jetzt führt uns der Natursteig Sieg direkt mal durch den Waldfriedhof. Ich weiß nicht, anders kann man es glaube ich gar nicht nennen. Ja, der Borkenkäfer ganze Arbeit geleistet. Richtig, Wahnsinn. Boah. I didn't know I was looking for you. I didn't know there was something to find. Tomorrow you won't fit in yesterday's shoes, and I'm trying so hard to rewind.
You came to me as an empty cup. I didn't know love could ever be real. And every day I tried to fill you up with everything that I thought you would feel. Through the years, the sorrow, the joy that we borrow, the tears that we share with the rain. Oh, today, tomorrow, forever I'll follow your trail. Just call my name. Took your first step into a world that was wide as the sky. I held your belly there against my chest. I was there when you needed to cry. I never knew a friend could be so small and have a heart just as big as the moon. You know I can't stop you from growing up. I just wish that it wasn't so soon. Through the years, the sorrow, the joy that we borrow, the tears that we share with the rain. Oh, today, tomorrow, forever I'll follow. Damit haben wir jetzt auch Herrchen erreicht. Ja, wir freuen uns. Der letzte Abschnitt war nochmal richtig super. Schöne kleine Twells. Und jetzt schauen wir mal, wo wir in dieser Ortschaft was zu trinken nachladen können. Und dann geht's auch direkt weiter. Und jetzt sind wir oberhalb von Herrchen, auch genannt der Höhenweg. Und ja, die Trails, die Wege, die werden jetzt immer schöner und interessanter. Und das freut uns natürlich. Ich habe schon eben die Kamera eingepackt und ja, direkt wieder ausgepackt, weil es jetzt interessant wird. Ja, lässt sich hier auf jeden Fall sehr gut sehen, ne?
jetzt sind wir in der sogenannten Düsseldorfer Hütte. Ja, ab jetzt bzw. ab Herrchen ist der Weg echt super, super urig. Ein wunderschöner Pfad, den es Spaß macht zu erwandern. Und ja, der Höhenweg, der hat es schon in sich. Also ist schon Rheinsteigniveau, oder? Findest du auch? In Etappen, ja. Ja, auf jeden Fall. Das ist jetzt ordentlich. Ab Herrchen macht richtig Bock. Aber auch anstrengend. Und jetzt wieder hier in den Maisfeldern. Ich glaube, hier ist wieder Single Trail. Wo wohnen die Kinder des Zorns? Ah, cool, ne? Der Weg ist echt geil. Das ist wahrscheinlich auch der Königsweg, der das Ziel steigt. Und wir verlassen jetzt den Natursteigsieg. Wir biegen jetzt ab zum Bahnhof Herrchen, denn wir möchten die 7. Etappe auslassen. Und zwar bin ich schon mal diese Etappe gelaufen. Der erste Anfang ist relativ bescheiden, überwiegend auf Asphalt. Aber der Weg wieder runter zu nach Herrchen ist top. Ja, wenn ihr dieses Video sehen wollt, ich verlinke euch das am Ende von diesem Video. Dann könnt ihr euch die Schleife auch gerne mal angucken. Das heißt, wir überspringen jetzt diese Schleife, die Etappe 6, und machen direkt mit der Etappe 7 weiter. Ab Herrchen. Wir sind nur gerade richtig froh, dass wir diesen Trail hier nicht hochlaufen müssen, denn der ist verdammt steil und auch anspruchsvoll. Der ganze Belag, die Wurzeln, die Erde ist relativ nass und dementsprechend auch sehr rutschig, vor allem wenn man auf so ein Wurzelstück drauf ist. Da muss man dann extrem aufpassen. Und jetzt hier in Seppetin wieder runter. Ja, Hammer. Also wie gesagt, ab Herrchen. Ich bin mir nicht sicher, aber das könnte auf jeden Fall eine Königsetappe sein, wie man so schön auch im Rheinsteig sagt. Und ja, muss sich auf jeden Fall nicht verstecken, diese heutige Etappe. So, liebe Leute, wir gehen jetzt nach Dattenfeld. Da freuen wir uns drauf. Dort war ich ja schon mal mit dem Fahrrad unterwegs. Genau, und dann beende ich dort die Tour, denn ich bin ja K.O. am Ende. Er hat mich an die absoluten Grenzen gebracht. Er ist sehr sportlich unterwegs. Es war eine super Tour. Und ja, können wir auf jeden Fall gerne nochmal. Jetzt fängt er schon wieder an zu rennen. Meine Güte, was ist denn los mit dir? Ja, wir hatten sehr viel Spaß. Und ja, mich hat es wieder gefreut. Und ich mich auch. Genau. War schön, gerne wieder. Machen wir auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Ich habe jetzt ein bisschen Spaß. Wir gehen jetzt noch ein Bier trinken und chillen noch ein bisschen. Und ich würde sagen, ich habe diesmal gar nicht so viel gefilmt. Wir haben uns echt
super unterhalten, uns miteinander ausgetauscht. Und das war schön und gut so. Und gerne beim nächsten Mal wieder. Unbedingt. Würde mich freuen. Und wie gesagt, Leute, bis zum nächsten Video, wenn es wieder heißt, wo ist Sven? Bis dahin, ciao, ciao, macht's gut. Tschüss. Tell me all about you, tell me all about the struggles of your life. Everybody has a story to tell, and I can almost see yours through your eyes. Well, if that's your biggest secret, then I'm sorry, but I will not tell you mine. Seems like you had a bumpy ride, and I must say it's nice to get to know. Please don't get close. Please don't. 'Cause I'm good.